Neues kleines Projekt, ein altes rostiges Taschenmesser, das schon bessere Tage gesehen hat. Klingenrücken ist nicht mehr gerade. Rost, Holz unschön. Dem will ich nochmal eine zweite Chance geben. Das will ich ein bisschen aufhübschen. Als kleines Projekt. Schauen wir mal, ob es was wird. Hier habe ich jetzt einen Punkt aufgeschweißt, weil das Messer sich zu weit durchgebogen hat. Das muss ich mich jetzt abfeilen, dass es wieder zugeht. Hallo, es geht weiter mit der Rusty Restoration, mit der Renovierung von dem alten Taschenmesser. Das habe ich in der Garage gefunden. Das liegt da schon Jahre umeinander, unbeachtet. Jetzt habe ich mir doch mal das Herz genommen. Ich habe schon ein paar Aufnahmen im Handy gemacht. Ich wiederhole mich jetzt vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die was geworden sind. So sieht's aus. Das Messer hat aufgeklappt. Ursprünglich auch hier so eine Banane gemacht, war durchgebogen. Mein erster Arbeitsschritt war hier hinten einen Punkt aufzuschweißen und das nachzufeilen, dass der Anschlag wieder passt und das Messer gerade ist. Das ist jetzt passiert. Jetzt werde ich mich der Klinge und dem Holz widmen und auch dem Klingenrücken. Der ist ziemlich verschlagen. Das wurde also böse hergenommen, das Messer. So ein Elektrikermesser auch hier mit so einer Kerbe zum Kabel abisolieren. Schauen wir, ob es am Ende einigermaßen ansehnlich wird. The second life of this knife. Ich werde jetzt mal anfangen, den Klingenrücken hier schleifen. Einmal drüber mit dem Bandschleifer. Und die Klinge werde ich natürlich mit dem Handschliff machen, weil wenn ich mit der Maschine rangehe, die ist nicht dick. Einmal falsch hingehalten und dann ist die Klinge endgültig flöten. Die Holzstücke werden mit der Hand verschliffen, nachher frisch gebeizt und gewachst. Und dann sollte das wieder okay sein. Also fangen wir an. Also Schutzbrille habe ich auf, da kommen immer die ersten Rückmeldungen. Die Arbeitssicherheit, die hier aufpasst, wenn ich was mache. Jetzt kommt, machen wir schnell den Klingenrücken hier. Jetzt geht es an den Schliff. Hoppala! Mit einem 600er Schleifpapier und einem kleinen Schleifklötzchen. Wir jetzt die Klinge ein bisschen abziehen, die Rostpocken entfernen, bevor es nachher zum Polieren geht und zum Schleifen. Also Handarbeit ist angesagt. Ruckzuck entsteht ein Glanz auf der Klinge. Hat natürlich schon einige böse Narben.
ganz toll wird es nicht mehr. Aber ein kleines Kabelmesser für den Elektrikerkasten wird es allemal. Da steht sogar noch die Marke drauf. Er scheint jetzt wieder unter dem Rost. Der ist fast ein bisschen grober, noch besser. Was haben wir denn hier noch? 80er ist zu grob. Naja, machen wir weiter. Geduld ist angesagt. Nachher geht es ja mit dem Pressluftschleifer noch drüber, mit der Polierpaste. Da kriegt man diese Schleifmarken wieder raus, aber das schaut ganz gut aus jetzt hier mit dem 600er. Ihr seht, es kommt schon Glanz auf die Klinge. Das ist ein bisschen Geduldsspiel auch hier. Die Beschläge sind total rostig. Das werde ich jetzt alles mal ein bisschen durchschleifen. Und dann zeige ich es euch wieder. Auch hier die Beschläge. Kriegen ruckzuck wieder einen seidenmatten Glanz. Geduld ist angesagt. Hier habe ich noch ein paar. Zeige ich einen Grat auf der Klinge. Sind wir auch schon beim Holz. Auch das wird jetzt fein abgezogen. Das brauche ich nicht zu ersetzen, das ist bloß ein wenig schmutzig und abgegriffen. Das Teakholz, das kriegt eine schöne Auffrischung. Man will ja immer so viel wie möglich erhalten. Es geht eigentlich ruckzuck. Ich würde sagen, eine gute halbe Stunde ist das Messer gemacht. Das ist keine großartige Aktion. Ich werde es auch nicht übertreiben, weil das Messer einfach im Prinzip auch nichts wert ist. Das ist nicht irgendein Sammlerstück oder einfach ein altes, verkommenes Taschenmesser. Drüber gehen, ein bisschen mehr wegnehmen. Aber mit einem frischen Wachs und einer Politur wird es wahrscheinlich wieder ganz gut rauskommen. Natürlich hier jetzt ein bisschen matt alles, aber da gehe ich ja nochmal mit der Polierscheibe drüber. Ah, hier im Drehbereich ist auch noch was zu machen.
Und natürlich kommt noch ein bisschen Öl drauf. Auf die Mechanik, auf die Feder. Auf die Schließteile. Wenn man das in ein paar Wochen nachher nochmal abpoliert und das rostlösende Öl einwirken lässt, dann kommt es auch ein bisschen aus den Poren noch raus. Jetzt kommt ein bisschen Handpolitur, ein bisschen Polierpaste auf die Klinge, das Ganze ein bisschen abreiben, bevor der Pressluftschleifer zum Einsatz kommt, bringen wir hier schon ein bisschen was auf. Ihr seht hier den Abrieb, was runtergeht von dem alten Metall. Rostoxid. Dann mal dünn auftragen. Und dann mit der Polierscheibe drüber gehen. Seht hier, wie schwarz das runtergeht. Jetzt ist die Maschine dran. So, jetzt geht es mit der Stoffscheibe ein bisschen drüber, die Endpolitur sozusagen, und dann kommt noch der Wasserschliff. Dann geht es ans Holz und dann ist fertig. Wird schon. Neue Polierpaste drauf. So geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Zeigt schon Wirkung vom Glanz her. Seht ihr hier an den Beschlägen. Ein bisschen was ist noch zu machen. Bis gleich. So, jetzt machen wir noch ein bisschen einen Schliffi mit der Wasserschleifmaschine. Dass wir eine anständige Schneid kriegen. Hat zwar schon ein bisschen Stahl verloren im Laufe seines Lebens, aber das kann man halt nicht mehr hinmachen. Gell? So, jetzt drehen wir das Messer mal in die andere Seite und dann ist es mit dem Schliff schon fertig. Jetzt kommt noch die andere Seite dran.
natürlich gleich noch einen Schnitttest, ob ich es gescheit geschliffen habe. Die rostige Klinge geht also bis so einen billigen Stahl. Ein Opinel ist es nicht. Das Papier ist auch ein bisschen feucht. Jetzt kommt noch das Holzfinish. Das wachse ich jetzt noch ein mit einem Holzwachs. Jetzt ist es ein bisschen poliert, geschliffen, entrostet. Ein wertloses Elektriker-Taschenmesser. Kommt jetzt noch so ein farbloses Holzwachs drauf, dass die Griffschalen ein bisschen einen seidenmatten Glanz bekommen. Und jetzt so anschmuddeln von den dreckigen Pfoten. Ob der Aufwand lohnt, müsst ihr beurteilen. Das waren jetzt ungefähr 30, 35 Minuten Arbeit für mich. Ein bisschen Arbeitseinsatz, ein bisschen Filmen. Sonst wäre es noch schneller gegangen. Das lasse ich jetzt ein bisschen einziehen. Dann polieren wir mit dem Lappen nochmal drüber. Dann halten wir es mal genau in die Kamera. Und schauen es uns an. Endpolitur sozusagen. Also hier jetzt nochmal bei Tageslicht betrachtet das Nachher-Ergebnis. Ist wieder ganz ansehnlich geworden. Schaut euch die Bilder an, die ich vorher gemacht habe, bevor ich angefangen habe. Bin zufrieden. 35 Minuten Arbeit. Rusty Restoration. Altes Elektriker-Taschenmesser. Das war's. Bis zum nächsten Mal.